Die Wassermelonenzeit, die geht langsam zu Ende. Das heißt, ich kaufe jetzt nicht mehr so gerne eine schöne dicke Wassermelone im Supermarkt. Was mir aber aufgefallen ist in den letzten Tagen, was bei mir gerade so eine Art Ersatz wird, ich kaufe ja immer diese Säcke voll mit Äpfeln. Solche hier. Da sind so 2 Kilo drin und die kosten so meistens 2 Euro. Wenn ich Glück habe, gibt es die auch manchmal für 1,50 € oder so. Und ich habe die immer nur gekauft, um zu entsaften. Also ich hatte nie die Absicht, die zu essen. Jetzt habe ich aber mal vor ein paar Tagen einen probiert und die haben mir so gut geschmeckt, dass ich den ganzen Tag nur Äpfel gegessen habe. Fast. Fand ich ziemlich krass. Also selbst in diesen Beuteln können ganz leckere Äpfel drin sein. Hätte ich gar nicht gedacht. War ich richtig überrascht und erschrocken. Ich glaube, ich habe lange Äpfel nicht gegessen, weil ich nicht diesen Trick kannte mit diesem Natronwasser, mit dem ich spüle. Also ich habe immer so ein kleines Gläschen. Und mit dem, immer wenn ich was ein bisschen sauer ist, gegessen habe, so wie Zitrone oder Apfel oder Ananas oder Orange oder was da sonst gerade sauer ist, spüle ich damit durch und dann tun mir am Ende des Tages nicht die Zähne weh. Das heißt, ich kann erst, seit ich diesen Trick kenne, Äpfel wirklich essen. Außerdem habe ich immer Äpfel gemieden, weil ich irgendwie dachte, dass die vielleicht vergiftet sind. Ich habe immer als Kind dieses Märchen gehört, wo irgendeine Hexe einen Apfel vergiftet hat. Und dann hat sie der Märchenperson die eine Hälfte vom Apfel gegeben, die vergiftet war, und selber die andere Hälfte gegessen. Und deswegen, weil ich als Kind nicht verstanden habe, wie man einen Apfel vergiften kann und nur eine Hälfte und so, habe ich deswegen Äpfel so ein bisschen gemieden, obwohl ich Apfelsaft geliebt habe. Ich habe als Kind manchmal nur Apfelsaft trinken wollen, gar nichts essen wollen. Obwohl das nur so ein schäbiger aus der Packung war, gar kein frisch gepresster. Na egal, ich wollte mal jetzt einen von diesen Äpfeln, die ich hier habe, aufmachen und gucken, ob der lecker ist, weil nicht alle von denen, die ich gekauft habe, sind gut. Und ich bin gerade so ein bisschen am Lernen, so wie ich rausfinden kann, ob einer knackig ist. Ich poliere den irgendwie immer an meinem T-Shirt oder an einem Geschirrhandtuch und gucke so, wie der aussieht. Dann gucke ich so unten an die Blüte, also an die Blätter. Ich weiß nicht, ob das die Blüte ist, ich sage das nur so. Guck, ob das noch vielleicht ein bisschen grün ist. Dann gucke ich die Farbe vom Stängel an, ob der noch grün ist oder ob der schon durch die Trocknung braun ist. Und dann drücke ich ihn so ein bisschen. Und wenn er gar nicht nachgibt, wenn er richtig hart ist, dann weiß ich, er ist schön und knackig. Und der hier fühlt sich sehr hart an. Deswegen werde ich den mal aufschneiden und hoffen, dass ich hier so ein Jackpot erwischt habe. Ja, der sieht gut aus. Der hat vor allen Dingen innen hat der so eine, hier ist so eine Art, so eine Ader, so eine Vene, die noch so ein bisschen grün ist. Und hier unterm Stängel ist auch noch so ein bisschen grün. Daran erkenne ich das. Oh, außerdem riecht der richtig lebendig und so ein bisschen sauer. Ich liebe, dass wenn der Apfel ein bisschen sauer ist. So. Oh. Ich trinke die ja sonst nur. Ich kannte das überhaupt nicht, meinen Bauch voll mit Apfel zu haben, weil das, was ich hier esse, das ist normalerweise das, was im Entsafter übrig bleibt und ich wegschmeiße, weil die sonst immer mehlig sind. Aber nicht der hier. Oh. Ist das ein guter Apfel? Na, ich werde hier noch weiter meinen neuen Liebling, den Apfel, genießen.